Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch gerne ein paar Kommentare zeigen, die ich bekommen habe auf ein Video im Internet bezüglich Gesetz und Gnade. Da schreibt jemand wegen der Gebote, ja, der Gebote am Sinai. Da ist ja immer die große Diskussion, sollen Christen die Gebote vom Sinai halten oder sollen wir Christus darstellen? Ja? Also viele sagen ja, wir sollen die Gebote vom Sinai halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht unsere Aufgabe ist, sondern unsere Aufgabe ist, das Gesetz Christi zu halten. Das Gesetz der Freiheit, das Gesetz des Glaubens. Also wir haben Gewitter hier, deswegen donnert es wahrscheinlich immer so ein bisschen im Hintergrund. Also kommt vom Gewitter, ja. Wir sollen Christus darstellen. Und viele Christen, die ich höre oder die auch die Videos anschauen, die kommen dann immer in Streit mit mir und sagen, ja, aber wir sollen ja nicht in allen Sünden leben und wir sollen das Gesetz halten und das Gesetz war gut und Jesus hat auch das Gesetz gehalten. Ja, Jesus war unter das Gesetz getan, weil zur Zeit, als Jesus lebte, da galt das Gesetz ja noch. Da galt auch noch das Priestertum, das levitisch-aaronitische Priestertum. Und Paulus sagt doch im Galaterbrief auch, dass Christus unter das Gesetz getan ist. Und Christus hat das ganze Gesetz gehalten. Obwohl er am Sabbat Ehren ausgerauft hat, obwohl er am Sabbat geheilt hat, da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Ja? Was passiert denn da? Wie können wir denn behaupten, Jesus hat das ganze Gesetz gehalten, wenn die Pharisäer ihm vorwerfen, dass er am Sabbat arbeitet? Ja? In vollkommener Herzenskälte. Statt Jesus und seinen Jüngern was zu essen zu geben, weil sie nichts zu essen hatten, haben sie am Sabbat Ehren ausgerauft. Stehen sie daneben mit gefalteten, verschränkten Armen in schmatzender Selbstzufriedenheit und sagen, ja, am Sabbat darf man aber nicht arbeiten. Ja? Also es ist schon ziemlich herzenskalt. Und diese Herzenskälte, die sehe ich auch immer wieder bei diesen gesetzlichen Christen, die das Gesetz des Mose halten wollen. Nochmal, Christus war unter das Gesetz getan, ja, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, als die Zeit erfüllt wurde, schreibt Paulus im Galaterbrief. Christus musste das Gesetz des Mose halten und hat das auch komplett gehalten. Als Jesus aber gestorben und auferstanden ist, ist er doch unser hoher Priester geworden, ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Damit ist Christus dann auch hat Christus ein neues Priestertum begründet, nämlich sein eigenes Priestertum. Jesus war aber selber nicht, wenn man jetzt mal wieder irdisch denken will, Jesus war nach seiner irdischen Herkunft kein Mitglied aus dem Stamm Levi, sondern er war aus dem Stamm Juda. Warum? Weil er der König Israels ist und gleichzeitig auch der Priester, also ein König-Priester. Nach welcher Priesterordnung denn? Nach der Ordnung Levis? Nein, nach der Ordnung Melchisedeks. Diese Priesterordnung Melchisedeks, die existiert nicht. Das ist fast eine Ironie, die dort im Neuen Testament beschrieben wird, wenn das heißt, dass Christus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Das ist fast ironisch gemeint. Das ist eine Übersteigerung dessen, was im Alten Testament steht. Die Juden wehren sich gegen diese Aussage. Diese Priesterordnung Melchisedeks, die gibt es im Alten Testament überhaupt nicht. Die gibt es nur in dieser neutestamentlichen Auslegung dessen, wen Abraham dort getroffen hat in dem Melchisedek. Melech Zadok heißt er. Melech für König, Zadok für Priester. Ein Königpriester, der kein Geschlechtsregister hat, der ohne Anfang ist, der kein Ende hat, ja, der ein ewiger Priester ist, der von Gott eingesetzt ist. Das ist eine alttestamentliche, das ist eine neutestamentliche Auslegung eines alttestamentlichen Geheimnisses. Wenn aber Jesus ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist, dann ist er ein himmlischer Priester, dann hat sich das Priestertum ja geändert. Wenn sich das Priestertum geändert hat, dann hat sich auch das Gesetz geändert. Inwiefern denn? Dass das Gesetz vom Gesetz des Mose mit einem aaronitisch-levitischen Priestertum, mit einem Priester, der von Menschen genommen wurde, geändert hat zu einem Priestertum Melchisedeks, zu einem Priester, der von Gott mit einem Eid bestätigt wurde, Hebräerbrief. Wenn sich das Priestertum geändert hat, hat sich auch das Gesetz geändert. Das heißt, wir sollen nicht mehr das Gesetz des Mose halten, sondern wir sollen das Gesetz des Geistes halten, das Gesetz Christi, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Das Gesetz der Freiheit, wie selbst Jakobus formuliert. Ja, Jakobus, der Bruder des Herrn, der nicht so weit gegangen ist mit seinem Evangelium wie der Paulus. Ja? Und selbst der Jakobus, der unter der Beschneidung gearbeitet hat, ruft nicht auf das Gesetz des Mose zu halten. Das muss einen doch stutzig machen. Ja? Selbst Jakobus spricht von einem Gesetz der Freiheit. Der das Gesetz der Freiheit hält, der wird selig werden in seiner Tat. Der hindurchschaut. Wo denn hindurch? Durch das Gesetz des Mose hindurch bis ins Gesetz der Freiheit in Christus. Das ist immer wieder die alte Diskussion. Und viele schreiben dann auch zum Teil auch recht heftige
Verse, weil sie sich da total ärgern auch drüber, ja, weil sie schlecht gelehrt sind oder das auch nicht anders sehen und verstehen können. Gut, also jetzt hat jemand hier geschrieben zu dem Gesetz des Mose, dass wir das Gesetz des Mose halten sollen, und zwar alle 613 Gebote. Da schreibt mir dann jemand, die 22 Zeichen von Aleph bis Taf sind die 613 Gebote. Das ist so nicht richtig. Diese 613 Mitzvot, die der Talmud nennt, die aufgeteilt sind in 365 Gebote und 248 Verbote, 365 Gebote für jeden Tag des Jahres und 248 Verbote für jeden Knochen im Leib des Menschen, wo ja mal noch zu klären ist, wenn Mediziner dabei sind, die wissen das besser als ich, ob der Mensch wirklich 248 Knochen hat. Das ist talmudisch. Das ist talmudisches Denken. Und die Zahl 613 kommt nicht von den 22 Zeichen von Aleph bis Taf, sondern 613 kommt daher, dass nach Gematria, nach jüdischer Zahlenlehre, das Wort Tora den Zahlenwert 611 hat. Und dann kommen noch die zwei Liebesgebote dazu, die am Sinai wohl empfangen worden sind von Mose. Ich zeige euch das gleich nochmal, warum das, woher das kommt. Und das macht zusammen 613. Dann haben die Juden sehr viel später dann irgendwann auch 613 Gebote aufgeschrieben. Diese 613 Gebote, die habe ich auch mal alle aufgelistet. Da gibt es auch ein spezielles Video drüber. Ich habe die alle durchgelesen. Das sind zum Teil Gebote auch doppelt drin. Ihr müsst die mal einfach lesen, die 613 Gebote, wenn ihr Lust und Zeit dazu habt. Ja, ich habe das gemacht. Die sind zum Teil auch doppelt. Da sind vielleicht auch Gebote gar nicht drin. Niemand weiß, ob es 613 Gebote tatsächlich sind, die zu halten sind. Das ist eine talmudische Zahl. Man müsste das in der Tora mal nachlesen und mal nachzählen. Das haben die Juden auch gemacht, der Maimonides. Niemand traut sich mehr, der Maimonides zu widersprechen. Deswegen hat man diese 613 übernommen. Dass die von den 22 Zeichen von Aleph bis Taf kommen, ist nicht richtig, sondern die kommen halt von diesem Zahlenwert Tora, der nach Gematria, das ist auch eine außerbiblisch-jüdische Quelle, jüdische Zahlenmystik. Nach dieser jüdischen Zahlenmystik oder Zahlenlehre kommt man dann darauf, dass 611 der Zahlenwert von Tora ist. Ja? Die Tora umfasst aber alle fünf Bücher Mose. Nicht nur das, was am Sinai gegeben wurde, in 3. Mose, ja? Wo es Gesetz gegeben wurde, 2. Mose, wo es Gesetz gegeben wurde, sondern umfasst ja auch noch den Exodus und auch Deuteronomium und Numeri. Ich will damit nur sagen, man darf das nicht durcheinanderwerfen und nicht vermischen. Warum haben die Christen das in ihrer christlichen Theologie, die nun auch schon 2000 Jahre alt ist, warum haben die Gebote von Mose nicht gezählt und festgestellt, ob 615 oder 613 oder 711 sind oder wie auch immer? Weil die Christen speziell zur Zeit vom Luther und auch durchs ganze Christentum hindurch niemals die Gebote des Mose halten wollten. Ich sage das jetzt verkürzt und verunschärft und wahrscheinlich auch falsch. Ja, aber die Christen wollten nie die Gesetze des Mose halten, weil die wussten vom Gesetz des Geistes. Weil unsere Aufgabe als der Gemeinde Jesu, als Jesus-Nachfolger, ist, Jesus Christus darzustellen im Fleisch und nicht die Gesetze zu halten. Deswegen hat kein christlicher Lehrer die Gesetze und Gebote nachgezählt. So viel zu viel Arbeit lohnt sich auch nicht, weil die Verkündigung eine ganz andere ist. Ja, warum? Weil Christus auferstanden ist, weil Jesus Christus ein neues Priestertum begründet hat, und mit diesem neuen Priestertum gibt es auch ein neues Gesetz, nämlich das Gesetz Christi, Römer 8, das Gesetz des Geistes, das mich freigemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz der Freiheit, Jakobus. Das ist ein neues Gesetz, das ist ein anderes Gesetz, das ist ein himmlisches Gesetz. Und wir sind nicht mehr unter das Gesetz getan. Nicht nur unter den Fluch sind wir nicht getan, sondern wir sind auch dem Gesetz gestorben. Galaterbrief. Das Gesetz ist auch uns gestorben. Warum? Weil unser alter Mensch mit Christus gestorben ist und begraben ist und abgetan ist und wir in Neuheit des Wesens wandeln. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und weil der auferstandene geistliche Mensch vom Gesetz gar nicht erreicht wird, ja, sowohl lokal als auch in seiner Qualität nicht erreicht wird, deswegen gilt das Gesetz gar nicht mehr für uns. Jetzt haben wir aber viele Probleme und sagen, oh, wenn das Gesetz nicht mehr gilt, da weiß ich ja gar nicht, woran ich mich halten soll. Ich mühe mich doch so im Gesetz. Ja, schau dir Christus an. Schaut euch Christus an. Paulus sagt den Galatern, euch war Christus vor die Augen gemalt, als gekreuzigt. Wie geht ihr wieder zurück ins Gesetz? Ja. Christus darzustellen
während seines Lebens ist viel mehr, viel umfassender als 613 oder 615 oder 612 oder 750 Gebote zu halten. Es geht auch nicht so sehr um das Gebot halten, es geht um etwas anderes. Es geht auch im Galaterbrief um etwas sehr viel Grundsätzlicheres. Es geht ums irdisch Gesinntsein. Es geht um das irdisch Gesinntsein im Unterschied zum geistlich Gesinntsein. Der geistliche Mensch, der Gottes Geist hat, der erkennt, dass alles, Sabbat, Beschneidung, Opfer, das ganze Gesetz in Christus erfüllt ist. Und der, der von neuem geboren ist, lebt nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, zu dem diese Leute mich immer wieder zurück und euch auch zurückführen wollen, sondern der, der von neuem geboren ist, der lebt in den neutestamentlichen Wesenheiten in Christus. Der liest auch das Gesetz, der kennt auch die 10 Gebote, der übertritt die 10 Gebote auch nicht. Ja? Der hält auch den Sabbat, aber nicht, weil er am Samstag nichts arbeitet, ja, wie die Juden, sondern weil unser Sabbat in Christus ist und weil wir ruhen von unseren Werken, gleich wie Gott ruhte von seinen Werken bei der Schöpfung der Welt. Und diese Sabbatruhe, die gilt jeden Tag. Ja? Trotzdem kann man natürlich einen Tag in der Woche frei machen, wenn man will. Aber alle die, die irdisch gesinnt sind, die widerstreben und widerstreiten ständig diesem Evangelium. Von den Wesenheiten, weil die das gar nicht sehen, die bleiben am Buchstaben hängen. Die Juden bleiben am Gesetz hängen, die Juden bleiben an der Beschneidung hängen, die Juden bleiben an ihren Tagen und Festtagen hängen. Christen, die im Gesetz stecken bleiben, die bleiben bei den gotischen Gewölben stehen und beim Weihrauch und bei der Priesterschaft und bei der Taufe und bei allerlei Handlungen, die dann auch im Christentum sich wieder eingeschlichen haben. Ja? Bei den Heiligen, bei irgendwelchen Weihen, bei heiligen Orten, heiligen Handlungen, heiligen Gegenständen. Also dieses jüdisch-irdisch Gesinnte, das hat sich im Christentum genauso eingeschlichen. Ja, die Gemeinde Jesu, die hat immer wieder, auch durch die Jahrhunderte hindurch, könnt ihr auch gucken in der Kirchengeschichte, ein ganz anderes Evangelium gehabt. Die hat das herrliche Evangelium der Freiheit in Christus gehabt. Nur 2 Gebote, wenn man überhaupt Gebote dazu sagen will, sind dort gefordert, wenn man das überhaupt sagen will, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Darin steht das ganze Gebot und die Propheten, sagt Jesus schon. Das wollen die immer wieder zurück zum Gesetz. Okay, also hier schreibt jemand 22 Zeichen von Aleph bis Taf sind die 613 Gebote. Das ist so nicht richtig. Gott gab 22 Zeichen, / Worte mit seinem eigenen Finger geschrieben. Er gab die 10 Gebote, ja, die waren mit seinem eigenen Finger geschrieben. Sie haben massive Wissenslücken. Sie verwirren die Gläubigen nur. Warum nennen Sie den Sohn Gottes Jesus? Fragezeichen. Christus? Fragezeichen. Sie vergessen oder wissen nicht, dass Yahushua Jude war und immer sein wird. Ja, mit diesem Yahushua oder Jehoshua oder Yeshua oder Yashu oder Jeshu oder wie auch immer das heute da meiner Meinung nach verballhornt wird, hat es Folgendes auf sich. Im griechischen Grundtext, und das Neue Testament ist nicht in Hebräisch geschrieben, sondern in Griechisch, steht Jesus. Jesus Christus, das ist griechisch. Das ist der Grundtext. Da steht nichts von Yahushua, Jehoshua, Yashua, Yeshua, wie auch immer. Ja? Man muss dabei auch mal berücksichtigen, dass selbst die jüdischen Eiferer sich als Sikarier beschrieben haben. Sikarier waren Dolchmänner, Messermänner. Das waren jüdische Eiferer. Die haben sich mit einem ausländischen, ich glaube hier griechisch oder römischen Begriff benannt. Die haben sich nicht mal mit hebräischen Worten benannt. Ja? Es gab auch andere Gruppen, andere jüdische eifernde Gruppen, Eiferer, die sich ebenfalls mit griechischen Begriffen benannt haben und nicht mit jüdischen. Also dieser Hebräisch waren heute oder Aramäisch waren, das ist schon erstaunlich. Ja? Auch das griechische Neue Testament zurück zu übersetzen ins Aramäische macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum? Weil das Aramäische eigentlich syrisch ist. Das ist Aram Damaskus, Aramäisch. Aram kommt aus Syrien oder Assyrien, Assur. Ja? Das ist assyrisch. Und man sieht das auch bei Daniel. Daniel sind ja auch Teile in Aramäisch geschrieben und nicht in Hebräisch. Ja? Teil des Buches Daniel ist in Hebräisch und ein Teil in Aramäisch geschrieben. Warum? Weil der Daniel in Babylon war.
Wenn man jetzt also diese Sprache wieder verwenden will, Jesus hat auch Aramäisch gesprochen. Warum? Weil das syrisch beeinflusste Gebiete waren. Aramäisch und Griechisch war damals das Thema und in den Gottesdiensten wurde Hebräisch gesprochen. Als Paulus gefangen genommen wird in Jerusalem und die Volksmenge ihn zerreißen will, da fängt er an und redet in Hebräisch und da wird die Volksmenge ruhiger. Warum? Weil das die hebräische Gottesdiensthochsprache war. Ja? Jetzt donnert es aber heftig hier. Und diese Sprachverdrehungen jetzt, oder Verdrehungen oder die Aramäisierungen des Namens Jesus, die kann man natürlich machen, wenn man will, aber die sind ja nirgendwo belegt. In der ganzen Bibel sind die nicht belegt. Warum? Weil das Neue Testament halt nur Jesus Christus hat. Das ist griechisch und das ist schon alles. Davon abgesehen wusste Gott und wollte Gott, dass sein Evangelium zu den Völkern der Welt geht. Deswegen hat Jesus, der Herr Jesus hat nichts dagegen, wenn wir ihn im Deutschen Jesus nennen oder im Französischen Il Jésus oder im Englischen Jesus oder in allen möglichen anderen Sprachen, wie der Name Jesus verändert wird. Ich glaube sogar, dass ihn das freut, weil das zeigt, dass sein Name in die ganze Welt gegangen ist. Aber in so einer Zeit wie jetzt, wo diese Hebraismen plötzlich wieder interessant werden, wo Israel da ist, wo die Juden kommen und uns ihr Gesetz auflegen wollen und den Hals legen wollen, da fängt man natürlich auch an, den Namen Jesus jetzt als Christ aus den Nationen, auch wieder Jehoshua oder hier steht Yahushua, zu deuten. Ohne Quelle? Da gibt es gar keine Quellen für. Also, das ist meine Meinung zu dem Namen Jesu, ja, oder in welchen anderen Sprachen auch der Name Jesus dann auch ausgesprochen wird. Das freut Gott. Warum? Weil seine Prophetie und sein Wille wahr wurde, dass er von Israel wegging und zu den Heiden ging. Ja? Gut. Sie vergessen, dass Gott niemals gebilligt hat oder gut geheißen hat, seine Satzungen und Weisungen zu brechen. Nein, das vergesse ich nicht. Die meisten glauben, und das habe ich ja eben kurz angedeutet, wenn ich sage, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen, und zwar weder der Stellung noch dem Wandel nach. Ja? Wenn wir dem Wandel nach unter Gesetz wären, müssten wir nach Jerusalem pilgern und dort im Tempel opfern. Das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Das geht ja nicht, weil es keinen Tempel mehr gibt. Man kann also das Gesetz gar nicht erfüllen. Dann sagen die gesetzlichen Christen, ja, das kultische Gesetz ist ja durch Jesus erfüllt worden, aber den Rest müssen wir halten. Ja, da muss ich euch sagen, da dürft ihr nicht mal mit euren Familienangehörigen essen, weil die Juden dürfen keine Gemeinschaft haben mit den Heiden. Ja? Ihr müsst die Speisegebote einhalten, ihr müsst euch beschneiden lassen, die Frauen müssen schweigen, die Männer müssen sich alle beschneiden lassen, die Speisegebote müssen alle eingehalten werden. Ihr dürft auch keine Mischkleidung anziehen, also Diolen oder ich weiß nicht, welche modernen Fasern man da der Baumwolle beimischt, die dürft ihr überhaupt nicht anziehen. Und dann müsst ihr auch mal überlegen, was ihr am Sabbat tut und nicht tut. Wenn ihr am Sabbat nämlich nicht arbeiten dürft, dann müsst ihr mal definieren, was das bedeutet. Was heißt denn Arbeit und was heißt nicht Arbeit? Arbeit heißt das nur arbeiten um Lohn, ja, um sein Geld zu verdienen, oder heißt auch arbeiten im Gartenrasen mähen oder jemand anderem beim Umzug helfen. Ist das dann auch Arbeit oder nicht Arbeit? Ist es Arbeit, einen Lichtschalter einzuschalten, ja oder nein? Ist es Arbeit, einen Aufzugknopf zu drücken, ja oder nein? Darf ein Tankwart dann arbeiten? Dürft ihr am Wochenende Auto fahren? Ihr dürft ja am Sabbat kein Feuer machen. Also Feuer ist ja auch in euren Zylindern im Auto. Also dürft ihr am Sabbat auch kein Auto fahren. Dann könnt ihr eine lange Liste machen von dem, was man am Sabbat tun darf und was man nicht tun darf. Dann müssten die Frauen auch schweigen, weil das müssten dann nämlich die Männer tun. Ja? Dann müssten die Männer sich alle zusammensetzen und müssten mal aufschreiben, was ist denn die Definition von Arbeit und was heißt denn den Sabbat halten? Was heißt denn Sabbatruhe einhalten? Darf man dann auch kein Feuerholz sammeln? Okay, kann man das im übertragenen Sinn dann auch sagen, darf man kein Feuer machen? Darf man dann auch kein Öl holen oder Öl in den Tank eintun? Was darf man am Sabbat alles nicht tun? Dann könnt ihr eine ganz lange Liste machen. Die Liste wird sehr lang werden, das sage ich euch jetzt schon. Die wird auch immer wieder ergänzt worden von allen möglichen Fachleuten. Und dann wird ein dickes Buch daraus gemacht werden. Ja, da könnt ihr dann auch drüber schreiben, Erklärungen zum Gesetz oder Ausführungsverordnung, sagt man ja auch dann im Deutschen. Ja, die Deutschen haben da sicher auch Spaß dran. Das wird hunderte von Vorschriften geben. Dann habt ihr irgendwann einen Talmud und dann seid ihr Juden geworden. Ja? Während die Jesus gefunden haben, sich freuen an Gott und an seinem Heiland und dem Nächsten Gutes tun, sitzt ihr dann in irgendwelche Stuben und schreibt wie die Juden diese ganzen Paragraphen auf und freut euch daran, ja, dass ihr so exakt den Sabbat einhaltet. Und dann seid ihr da, wo Jesus sagt, ja, ihr
seid Mücken und ihr verschluckt Kamele. Das ist aber ganz schwer nur den Menschen beizubringen, weil es geht ja gar nicht darum, ob Gebot ja oder nein, ob Sabbat ja oder nein, sondern es geht eigentlich darum, ob Jesus ja oder nein, ob wir Gottes Geist haben, ob wir die Wesen, das Wesen des Gesetzes verstehen und erkennen. Darum geht es eigentlich. Ja? Und da sind viele Christen heute schlecht gelehrt und viele sind sehr irdisch gesinnt und haben den Sinn des Gesetzes überhaupt nicht verstanden. Viele schreiben mir dann auch, wo steht denn das überhaupt, das Gesetz des Geistes? Ja, sag ich, habt ihr nie den Römerbrief gelesen? Habt ihr nie vom Gesetz des Geistes gehört? Nein, haben sie nicht. Ja? Und da staune ich manchmal drüber, dass da solche Kommentare kommen. Aber gut, ich meine, wo wird das gepredigt? Ja? Wo wird das heute gepredigt? Die Christen sind ja im Fieberwahn und rufen Halleluja und singen schwülstige Lieder, aber vom Evangelium wissen sie nichts. Ja, das sage ich zum Tadel der Pastoren und neutestamentlichen Propheten und Pfarrer. Also sie vergessen oder wissen nicht, dass Jahushua Jude war und immer sein wird. Sie vergessen, dass Gott niemals gebilligt hat oder gut geheißen hat, seine Satzungen und Weisungen zu brechen. Das sagt ja auch niemand, dass wir die Satzungen und Weisungen brechen wollen. Wir tun sogar mehr als die Satzungen und Weisungen. Wir opfern uns nämlich selbst. Ja? Wir opfern unser Leben für Jesus. Uns ist die Welt gekreuzigt und wir sind der Welt gekreuzigt. Wir opfern auch Lobopfer und Dankopfer. Ja? Das ist die Frucht unserer Lippen, sagt Petrus. Ja? Das verstehen die Gesetzesleute aber nicht, das sehen die auch nicht, weil die wollen gerne Jahushua und die wollen gerne 613 Gebote halten, von denen selbst die Juden zugeben, dass sie es nicht mehr halten können, weil es keinen Tempel mehr gibt. Erklären Sie bitte, warum Paulus so häufig das Gesetz rezitiert. Der Paulus, der rezitiert das Gesetz überhaupt nicht. Ja? Wenn, dann würde der das Gesetz auslegen. An keiner Stelle im Neuen Testament steht, dass wir das Gesetz halten sollen. An keiner einzigen Stelle im Neuen Testament. Ja, schreibt der Paulus nicht mal der Jakobus, sondern auch nicht der Petrus, der ein Apostel der Beschneidung war. Selbst der fordert in seinen Briefen nicht mehr auf, das Gesetz des Mose zu halten. Das muss man mal einfach sehen. Also Paulus zitiert überhaupt nicht das Gesetz des Mose, sondern er zitiert und predigt das Gesetz des Geistes. Habe ich eine ganze Reihe von Clips drüber gemacht, über dieses Gesetz des Geistes. Ja? Gerade in Bezug auf die Gemeindeordnung, also sagt hier der Kommentator, dass Paulus das Gesetz zitiert. Ja, diese Leute wollen auch gerne ein neutestamentliches Gesetz wieder haben. Ja, dass die Frauen ihr Haupt bedecken, dass die in der Gemeinde halt auch schweigen sollen. Und die wären froh, wenn sie ganz, ganz viele christliche Gesetze bekämen. Ja? Aber sie gehen am Evangelium Jesu Christi und am Gesetz Jesu Christi gehen sie ganz und gar vorbei. Sagen Sie, welche Gebote fordert, in Klammern Jesus, seine Jünger auf, die Heiden die Welt zu lehren? Ja, da verweise ich einfach mal drauf, dass Jesus zu den 12 Jüngern, von dem der Judas ja Selbstmord begangen hat, einen neuen Jünger und neuen Apostel dazugewählt hat, den Paulus, der eine ideale Wahl war, weil sein Vater Römer war, also ein Goyim, ein Heide, nicht Jude, und seine Mutter war jüdisch. Und Paulus hat eigentlich diese beiden Welten in ganz idealer Weise in sich vereinigt. Er war Pharisäer, er war aus dem Stamme Benjamin, er war beschnitten am achten Tag. Er schreibt das ja alles in seinen Briefen, ja, man kann das da ja nachlesen. Der hat wie kein anderer sich vom Judentum entfernt, wie kein anderer. Wie kein Petrus und wie kein Jakobus. Warum? Weil er Jesus erkannt hat, weil er die Priesterschaft Jesu Christi erkannt hat und verstanden hat und in seinen vielen Briefen ausgelegt hat, Gott sei Dank, weil ich mich immer wieder auf den Paulus berufen kann. Ja, ja, ich war gerade unterbrochen worden. Also Paulus war die ideale Wahl als Apostel, weil er beide Welten, nämlich die jüdische Welt und die Welt der Nichtjuden, in sich selber vereinigt hat. Paulus hat eine große Gabe gehabt der Lehre, als Apostel, als Prophet, als Evangelist. Ja, der Mann ist uns ein großes, großes Vorbild. Und zu erklären, warum Paulus so häufig das Gesetz rezitiert, das kann man nicht, weil er das nicht tut. Ja. Der Paulus, der zeigt ein neues Gesetz auf. Und wie gesagt, ich habe da auch schon einige Videos drüber gemacht, wo das Gesetz des Geistes auch von ihm angewendet wird. Zum Beispiel, nur um das kurz zu erwähnen, im Epheserbrief bei der Rolle, wenn es um die Rolle von Mann und Frau geht, ja, dann macht er diese Rolle von Mann und Frau nicht fest an der Schöpfungsordnung, wie das heute so oft gemacht wird, auch in Trauungen,
sondern er macht das fest an der Rolle oder an der Beziehung Jesu Christi zu seiner Leibesgemeinde. Ja, da gibt es zum Beispiel einen Vers, da sagt er, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ja gut, wer seine Frau liebt, der liebt ja nicht sich selber, der liebt seine Frau. Ja? Paulus sagt es aber, weil die Frau ein Bild ist auch für die Gemeinde und Christus und der Mann ein Bild ist auf Christus und die beiden sind ein Leib. Und wenn Christus die Gemeinde liebt, dann liebt er sich selbst. Warum? Weil die Gemeinde sein Leib ist. An diesen und vielen, vielen anderen Bibelstellen, zum Beispiel, dass eine Frau selig wird, wenn sie Kinder gebiert, ja? Das kann man ja nicht irdisch-biologisch verstehen. Es gibt ja auch viele Frauen, die bekommen halt keine Kinder. Ja? Das heißt ja nicht, dass die deswegen nicht selig wären, sondern Paulus wendet hier das Gesetz des Geistes an. Das ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu. Die ist selig und im Glauben, wenn viele Menschen zum Glauben kommen und der Gemeinde Jesu dazugetan werden, das ist das Gesetz des Geistes. Verstehen die Gesetzeslehrer aber nicht, weil sie Gottes Geist nicht haben. Oder wenn Paulus sagt, dass die Frau, wenn sie betet, ein Kopftuch aufhaben soll, dann sagt der Paulus, wer aber geistlich ist oder meint, er sei ein Prophet, der erkenne, dass es Gottes Gebot ist, was ich euch da sage. Ja, das heißt, diese Dinge gehen tiefer, weil das dieses Gesetz des Geistes ist, was da beschrieben wird. Ja, ich denke, ich mache da auch noch mal ein Video drüber. Dann steht auch hier, und warum sagt Jesus, lehrt sie, meine Gebote zu halten? Welche Gebote? Ja, das ist ganz, ganz interessant, weil da auch immer wieder gesagt wird, wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt ja Jesus. Und dann sagen viele, ja, das ist das Gesetz vom Sinai. Dann ist auch eine meiner Lieblingsantworten. Jesus sagt nicht, wer mich liebt, hält die Gebote des Mose. Oder wer mich liebt, hält den Sabbat, sagt Jesus nicht. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Gibt es denn Gebote Jesu? Na ja, klar. Das seht ihr ja allein schon daran, dass er in der Bergpredigt das Gebot des Mose nimmt und das einfach ändert. Warum ändert er das? Weil er es verschärft. Ja, er sagt nämlich, ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, ich aber sage euch. Da ändert er ja das Wort, oder? Natürlich ändert er das. Darf er das? Ja, warum? Weil er Gott ist, weil das sein Wort ist, sein Gesetz ist. Da kann er ändern, wie er will. Das ist sein Eigentum, da verfügt er drüber. Da hat Gott sich freiwillig dran gebunden an sein Wort und an seine Verheißung, damit wir selig würden und damit wir wissen, was wir glauben dürfen. Und diese Kommentare, die sind halt oft sehr, sehr irdisch und sehr weltbezogen, sehr innerweltlich. Und ich glaube, dass diese Christen auch froh wären, wenn der Tempel wieder gebaut werden würde in Jerusalem, weil dann könnten die endlich dort auch zum Opfern gehen und können auch die restlichen ihrer sogenannten 613 Gebote noch halten. Da wären die glückselig. Ja. Das Problem ist nur, wenn die nach Jerusalem kommen und dort im Tempel opfern wollten, dann wird denen der Eintritt verwehrt, denen wird verboten, dort in den Tempel reinzugehen. Die dürfen da nämlich gar nicht rein. Warum? Weil gerade die Christen, das sind Götzendiener, ja? Weil die ja Jesus Christus als Gott anbeten und als Gott verehren. Die Zeugen Jehovas und die Adventisten, die dürfen da wahrscheinlich rein, weil die leugnen ja auch die Gottheit Jesu und die leugnen auch die Dreieinigkeit. Die dürfen dann da rein und dürfen dann da auch opfern. Gut, die haben ja auch, ich sag mal, so ein irdisches Heilsverständnis, ja. Die warten ja auf das Reich Gottes hier auf Erden, nicht im Himmel. Aber diejenigen, die an die Dreieinigkeit glauben und daran glauben, dass Jesus Christus Gott ist, die dürfen da gar nicht rein in den Tempel. Warum? Weil das Götzendiener sind. Ja, die lästern ja Gott. Und dann habt ihr jetzt ein Problem. Jetzt steht er nämlich zwischen Christus und seinem Evangelium, dem Gesetz des Geistes, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollt ihr das Gesetz des Mose vom Sinai halten, was die Juden euch verbieten und wo im Talmud die Todesstrafe draufsteht. Also, da seid ihr zwischen Himmel und Erde. Ja, das passt vorne und hinten nicht, was da gepredigt wird. Deswegen hat auch Paulus sich vom Judentum so weit losgesagt und wegbewegt. Der hat auch mit den Heiden gegessen. Der hat den Petrus getadelt und hat gesagt, wenn du, der du Jude bist, nicht jüdisch lebst, wieso zwingst du die Nichtjuden jüdisch zu leben? Und das hat sehr, sehr gut getroffen. Ja? Der Paulus hat gemerkt, dass das der Unterschied ist nicht zwischen Jude und Nichtjude, sondern der Unterschied ist zwischen denen, die an Jesus Christus glauben und denen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und da gibt es keinen Unterschied mehr. Ja? Da gibt es auch nicht mehr Jude oder Grieche oder Heide oder Ungrieche oder Sküte oder Barbar. Ja? Das gibt diese Unterschiede. Nicht mal mehr Mann und Frau gibt es da in Christus als Unterschied. Aber wer versteht das? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Das kann man nur durch Gottes Geist verstehen. Im Prinzip geht es um zwei Ebenen. Es gibt eine irdische Ebene,
Es gibt ein irdisches Israel mit einem irdischen Gebot vom Sinai, was den irdischen Menschen angeht. Und es gibt eine himmlische Ebene. Es gibt ein himmlisches Jerusalem mit einer himmlischen Berufung und einem Gesetz des Geistes und der Freiheit. Und der Mensch, der zu Jesus Christus gehört, der besteht ja aus zwei, aus einem alten Menschen und aus einem neuen Menschen, aus einem irdischen Menschen, aus einem himmlischen Menschen, aus einem auswendigen Menschen, aus einem inwendigen Menschen, aus einem geistlichen Menschen, aus einem fleischlichen Menschen. Versteht ihr? Das ist doch gerade neutestamentliche Lehre. Das findet ihr im Alten Testament überhaupt nicht. Und deswegen ist auch meine Frage immer, wenn solche Leute das Gesetz halten wollen und meinen, wenn das Gesetz nicht mehr gelten würde, dürfte man in allen Sünden leben. Das ist ein solcher, sind die nicht gescheitert am Gesetz? Haben die nicht mal geweint und gesagt, Herr Jesus, ich brauche Vergebung, hilf mir? Ist das ein reines Gedankenspiel für die? Ist die Konsequenz, wenn es kein Gesetz gäbe, dass sie dann in allen Sünden leben wollten und könnten und dürften? Ich verstehe das nicht. Das ist mir so fremd, diese ganze Welt. Ich kenne diese gesetzlichen Leute, ich kenne gesetzliche Juden, ich kenne gesetzliche Christen und ich mag das nicht. Und das Evangelium ist etwas anderes. Ja? Das ist die Freiheit, zu der Christus uns berufen hat. Das ist das Gesetz der Freiheit. Das ist die Gebundenheit an Gott und die Gebundenheit an Jesus Christus. Paulus sagt, ich bin auch nicht ohne Gesetz. Wir sind nicht ohne Gesetz. Aber wir sind im Gesetz des Geistes und nicht im Gesetz des Mose vom Sinai. Ja. Ich schließe hier mal ab. Ich wollte nur noch mal sagen, mir ist das sehr, sehr wichtig. Und wir machen sicher auch noch mal so ein Video über das Gesetz des Geistes, wo man das beim Paulus noch sonst sehen kann. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch Gottes Segen und Gottes Geist, dass ihr dahin durchschaut durch dieses Gesetz und frei werdet in der Bindung an Jesus Christus. Ja, der war, der ist und der kommt. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.